Wie kann man eigentlich ein eigenes Label gründen? Was muss man hier beachten und wofür ist das eigentlich sinnvoll? Darum geht's jetzt. Hi, ich bin Yannick von Adamant Music. Auf diesem Kanal findest du interessante Videos rund um die Themen Musik, Business, Marketing, Management und allem, was dazugehört. Damit wollen wir dir das Wissen an die Hand geben, um im modernen Musikbusiness so richtig durchzustarten. Wenn du es also noch nicht getan hast, dann klick doch gerne auf Abonnieren und werde Teil der Community. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes sollten wir die Frage klären, wann und warum man als Musiker eigentlich ein eigenes Label gründen sollte. Der erste Grund wäre, wenn du auch andere Musiker vermarkten möchtest und dafür ein eigenes Label gründen willst. Du bist sicherlich sehr gut in der Musikszene vernetzt und hast vielleicht auch im Bereich Musikbusiness mehr Wissen als deine Musikerkollegen. Dann bietet sich sowas natürlich an, um ihnen weiterzuhelfen. Als zweiten Grund kann man anführen, dass du dich dadurch unabhängig von anderen Partnern machst. Wenn du erfolgreich ein eigenes Label aufbaust, dann brauchst du natürlich in diesem Bereich keine externen Partner mehr, denen du Anteile an deinen Einnahmen abgeben müsstest. Der dritte Grund betrifft nur die deutsche Musikindustrie, genau genommen das Radio. Hierzulande ist es leider für die Radioabrechnung nötig, dass du einen sogenannten Labelcode hast. Das ist ein 4- bis 5-stelliger Code, über den deine Radioeinnahmen abgerechnet werden. Diesen bekommst du nur als Label von der GVL zugewiesen. Wenn du also mit deinen Songs im Radio laufen und damit auch Geld verdienen willst, dann brauchst du zwangsläufig so einen Labelcode. Eine Möglichkeit, diesen zu beschaffen, ist eben die Gründung eines eigenen Labels. Es hat also durchaus einige Vorteile, ein eigenes Label zu gründen. Trotzdem will ich dich jetzt schon mal darauf hinweisen, dass ein Label natürlich auch ein normales Unternehmen ist und viel Arbeit mit sich bringt. Außerdem brauchst du natürlich auch das entsprechende Wissen für die Arbeit eines Labels. Wenn das aber trotzdem was für dich ist, dann gehen wir jetzt mal die Gründung eines eigenen Labels durch. Als erstes musst du ein Gewerbe anmelden. Das geht ganz einfach beim Gewerbeamt deiner Stadt und kostet auch nicht viel. Meistens ist das so zwischen 25 und 50 Euro. Dafür solltest du wissen, in welcher Rechtsform du dein Label gründen willst. Also zum Beispiel als Einzelunternehmer oder wenn du das mit einem Freund oder Partner machen möchtest, als GbR. Je nach Rechtsform variieren die Kosten hier. Der zweite Schritt ist die steuerliche Erfassung beim Finanzamt, damit du deine Steuernummer zugeteilt bekommst. Ohne diese kannst du nämlich keine Rechnungen stellen. Das ist einfach ein Fragebogen, den du vom Finanzamt bekommst. Diesen füllst du aus und schickst ihn zurück. Dann wird dir deine Steuernummer zugeteilt. Darüber hinaus solltest du dich mit dem Thema Berufsgenossenschaft und spezifischen Verbänden auseinandersetzen. Hier musst du für deine persönliche Situation einfach schauen, was nötig und sinnvoll ist. Natürlich brauchst du auch einen passenden Namen für dein Label. Diesen solltest du am besten natürlich auch direkt mit der GVL-Datenbank abgleichen, dass dieser Labelname auch noch frei ist. Im Anschluss musst du dir noch einen persönlichen ISRC-Erstvergabeschlüssel vom BVMI besorgen. BVMI ist der Bundesverband Musikindustrie. Das kostet um die 250 Euro und dann kannst du pro Jahr 999.999 ISRCs für dein Label generieren. Diese sind unbedingt dazu nötig, dass deine Songs dir als Label zugewiesen werden können und du natürlich auch dein Geld bekommst. Wenn du auch physische Tonträger herstellen möchtest und diese natürlich auch verkaufen willst, dann brauchst du darüber hinaus noch die sogenannten EANs. Das sind die European Article Numbers und dir vielleicht auch als Barcode bekannt. Diese Strichcodes, die immer auf den Produkten drauf sind. Diese müssen natürlich auch auf CDs, Vinyl oder ähnliches, um sie entsprechend verkaufen zu können. Diese bekommst du entweder über die GS1 zugeteilt oder du kaufst sie paketweise im Internet. Je nachdem, wie viele du brauchst, macht das eine oder das andere vielleicht mehr Sinn. Pass aber bitte im Internet unbedingt auf, dass es ein seriöser Anbieter ist, sonst kann das auch schnell nach hinten losgehen. Danach musst du dir noch einen passenden Vertrieb suchen, der deine Releases auch auf die ganzen Plattformen bekommt und für dich die Abrechnung mit diesen Anbietern macht. Solltest du deine CDs oder Vinyl auch in den Handel bekommen wollen, dann ist das leider nochmal ein ganz anderes Thema. Dafür gibt es nämlich spezielle physische Vertriebe und die Frage ist, ob sich das heutzutage überhaupt noch lohnt. Als nächstes musst du einen Song veröffentlichen und das auch schon unter deinem Labelnamen. Das kann entweder einer deiner eigenen Songs sein oder auch schon von einem anderen Künstler. Mit diesem Nachweis, dass du einen Song veröffentlicht hast und dem entsprechenden Vertrag dazu, kannst du dein Label dann bei der GVL anmelden und erhältst deinen persönlichen Labelcode. Diesen brauchst du, wie vorhin schon erwähnt, für die Radioabrechnung. Und dann hast du dein eigenes Label gegründet und bist bereit, richtig anzufangen. Jetzt ist natürlich das ganze Wissen, gutes Marketing, ein sinnvolles Konzept und so weiter nötig, um dein Label auch erfolgreich zu machen. Du willst deine Karriere in die eigene Hand nehmen?
dann solltest du dir unbedingt mal unseren Artist Launch anschauen. Damit wollen wir dir nämlich dabei helfen, so richtig durchzustarten und 2021 zu deinem Jahr zu machen. Hierfür haben wir verschiedenste digitale Produkte, Q&A-Livestreams, individuelle Coaching-Angebote und vieles mehr. Wenn du deine Karriere also auf ein ganz neues Level heben willst, dann klick gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung und informier dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Hast du schon mal über die Gründung eines eigenen Labels nachgedacht und wäre das vielleicht was für dich? Schreib's doch gerne mal in die Kommentare, das würde mich wirklich super interessieren. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und deinen Support. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lass doch gerne ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.